Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia, Varia Within. Ja, wir sind im Uhrenwerk immer noch unterwegs, im Clockwork Tower Orange oder Green, ich weiß es nicht. Haben eben gerade diesen wundertollen, prächtigen Riesen erledigt. Und jetzt ist unsere Aufgabe, endlich diesen Mechanismus hier in Gang zu bringen. So, jetzt aber hier. Und wie wir das erledigen, seht ihr jetzt in dieser Folge. Warum rede ich eigentlich jetzt so komisch? Okay, das ist offensichtlich, was wir hier zu tun haben. Wir fahren die Plattform aus. Wir lassen hinaus. Ach ja, natürlich müssen jetzt hier müssen nochmal dumme Gegner auftauchen. Ohne die geht das Spiel einfach nicht. Damit hier auch alles explodiert um mich herum. So, war da hinten noch irgendwo? Na, ich gehe nochmal hin und guck nach. Da muss ich hier die Wege nicht alle doppelt und dreifach ablaufen. Nein, okay, gut. Das wollte ich nur nachtesten, ob da noch vielleicht noch etwas drinne ist. So, dann setzen wir jetzt Turm Nummer 2 in Gang. Mystische Art und Weise. Indem wir einen Schalter drehen. Und drehen, und drehen, und drehen. Und die Uhr ist an. Und man hört kein Uhrengeräusch. Okay, tick. Tag. Ich fürchte, die Zeit wird knapp. Während ich mit den Türmen kämpfe, arbeitet die Herrscherin an der Erschaffung des Sandes. Ja. Und damit öffnet sich das Tor zum Sand der Zeit, Erschaffungsraum. Ja. Zielaufkarte aktualisiert. Das heißt, wir dürfen jetzt den ganzen Weg uns wieder zurückkämpfen, aber da brauche ich jetzt nochmal eine Sekunde für. Denn nach dieser schwierigen Tat, nach jeder guten Tat, eine Zigarette. So, jetzt geht's mir gleich viel besser. Euch geht's auch gleich viel besser. Das ist wunderbar. Und ach, wir brauchen uns gar nicht zurückzukämpfen. Ist ein neuer Weg frei geworden. Kein schöner Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Und wie schwer der ist, manchmal hat das Spiel schon oft genug bewiesen. Aber im Grade geht alles. Alles cool. Jetzt lernen wir dann gleich die Herrscherin der Zeit kennen. Tja, merkt ihr was? Ich habe keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Deswegen lasse ich euch einfach in Ruhe. Das ist so ein stilles Abkommen, was wir getroffen haben. Ich lasse euch in Ruhe, wenn ihr mich in Ruhe lasst. Jupp. Und im Grade halten sich beide Parteien sehr, sehr schön daran und sehr gut. Deswegen das hier ganz gut hinhaut mit unserer Partnerschaft. Und hier runter und weiter runter. Und jetzt muss ich überlegen, in welche Richtung muss ich. Ja, ist offensichtlich. Ich habe nur eine Richtung, in die ich kann. Okay, hier brauche ich mich nicht mehr dranhängen. Das heißt, hier nur noch die Leiter hinab. Und dann hier zurück, genau. Haha. Schaffe ich es ohne? Jetzt. Ja, ich schaff's ohne. Haha. Das macht immer Spaß. So ein bisschen Skill zeigen, auch wenn man fast keinen besitzt. Doch, ich besitze schon ein bisschen. Also ich denke schon, sonst würdet ihr mir ja nicht zuschauen. Denn schließlich zeige ich euch ja gleichzeitig auch mit das Spiel. Ach ja. Schreit ihr mal da hinten rum. Macht ihr mal. Ist mir egal. Ich mache hier mein Ding, ihr macht euer Ding. Scheiß Gegner. Voll nervige Viecher. Da ist er wieder, mein Riese! Den umgehe ich nicht, den finde ich cool. Das ist ein cooler Kampf. Der ärgert einen zumindest nicht stundenlang. So, ich bleib aber auf deinen Kopf drauf. Hast du verstanden? Gut. Ich sehe, wir verstehen uns. Ach nein, doch nicht. Mann, egal. So, bist jetzt stolz auf dich? Du hast mich einmal runtergeworfen. Böser Riese. Böser Kerl. Ja. So, jetzt aber hier. Und noch ein paar Kopfnüsse verteilen. Tack, tack, tack. So, Feierabend hier. Tja, damit hattest du nicht gerechnet, dass ich dich so einfach erledige. Okay, dann
heißt es jetzt erstmal Abschied nehmen vom Clock Tower. Ich werde ihn noch einmal besuchen. Aber mit euch zusammen, aber das wisst ihr ja. Okay, so komme ich hier nicht hoch, sondern so. Oh, die Mucke ist einfach nur göttlich. Metal rocked. Ist das Rock? Ist das Metal? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, sonst kriege ich wieder Ärger von euch. Nein, das ist kein Rock, das ist Metal. Nein, das ist Soft Rock. Nein, das ist irgendwas anderes. Ja, ich kenne das schon von euch. Ich habe meine Zweitwaffe weggeworfen. Mann. Nochmal schnell speichern. Zur Vorsicht, mal lieber 5 Millionen Speicherpunkte anstatt nur einen zu haben hinterher. Jo. Oh, jetzt die schöne Musik kaputt gegangen. Ihr Sauköpfe hier. Gebt mir meine Musik zurück. Ich fand sie so schön. Ich habe sie sogar mitgesummt. Auch wenn es manche wahrscheinlich genervt hat. Aber das war mir egal. Es war meine Musik. Es ist einfach nur geile Musik. Ach, Moment. Okay, Schalter finden. Wo ist der Schalter dafür? Dort. Gut. Hui. Dann lassen wir jetzt gleich endlich den Clock Tower des Schreckens hinter uns. Oh. Schaffe ich doch auch wieder ohne, oder? Nein, schaffe ich nicht. Ach, verdammt. Egal. Gut, dann setze ich halt ein bisschen Sand ein. Pff. Auch gut. Wir haben genug Sandbehälter eben gerade. Und lauf, meine Prinzessin, damit wir das hier wirklich schaffen. Und damit wären wir wieder zurück in der Haupthalle, wo ich mir jetzt erstmal einen Weg hinunterarbeiten darf. Und ich werde mir jetzt auch gleich das erste Secret nicht holen. Er hat gelernt, mich in der Vergangenheit aufzuspüren. Das ist ungünstig. Warum gibt es den hier? Dafür habe ich keine Zeit. Autsch. Ja. Okay, gut. Anscheinend war der nicht hinter uns her. Und zwar werde ich mir jetzt noch das Geheimnis schnell holen. Schnell ist gut. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch auf die Schnelle hin. 2 Minuten. Ja, das war schon mal die richtige Plattform, die ich wollte. Und zwar war das hier hinten. Müssen wir runter. Denn mir wurde ja gesagt, du Doofkopf, du bist voll an dem Waffenständer vorbeigelaufen, wo geheime Waffe ist. Naja, Doofkopf hab da nicht gesagt, aber so ähnlich. Ach, scheiße, nein, das hier war wieder der Gang nach oben. Ah! Verdammt! Schnell, Prinz, schnell! Beeil dich, komm schon. Ich will das in dieser Folge noch zeigen. Und nach unten. Ja, und weiter und weiter und weiter und weiter. So, das reicht. Den Rest können wir fallen. Hui. Wie ging das denn hier nochmal weiter? Ach ja, genau. Hier an der Wand entlang laufen, um hier wieder wandsprungmäßig nach oben zu kommen. Ja, man muss ja nach oben gehen, um nach unten zu kommen. Und hier nach unten. Und hier rüber. Gut. Oh, wunderbar. Haben wir einmal freigeschafft. Und zwar ist hier nicht, nein, verdammt, wo ist, hier ist auf jeden Fall ein Waffenständer, den soll ich kaputt machen. Ja, hier ist eigentlich ein Waffenständer, den soll ich kaputt machen. Ich glaube, ich wiederhole mich. Verdammt, Axt, wo ist der Waffenständer hin? Wer hat mir meinen Waffenständer geklaut? Schweine. Oder war der direkt bei dem Leben gewesen? Fallen sind ja eh aus, also von daher kann ich ja hier noch ein bisschen gucken. Nee. Kein Waffenständer hier. Wo ist der Waffenständer hin? Okay, da wollte ich jetzt mal cool sein und direkt die erste geheime Waffe zeigen, aber gerade ist tote Hose. Normalerweise müsste der doch eigentlich hier stehen, oder nicht? Oder ist er weggeglitscht? Er hat sich gedacht, ne, hab keinen Bock.
So leicht findest du mich nicht. Okay, Leute, wie ich den nochmal suche und so, nächste Folge. Ich bin Hello 1986. Wir spielen Prince of Persia, Warrior Within. Bis dann.